Auf geht es in den Kampf, Männer, und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Modern Combat 2 Black Pegasus, welches ja eines der ersten Hauptprojekte hier auf unserem neuen Kanal ist. Ja, wir zocken zusammen mit euch Modern Combat 2 Black Pegasus online, neben Modern Combat 5 und noch vielen anderen Spielen. Und ja, Modern Combat 2 ist persönlich unser Lieblingsteil der Serie, denn wir möchten hier auf diesem Kanal nicht nur die neuesten Spiele mit euch zusammen zocken, sondern eben auch die alten Klassiker von früher, die viele von euch vielleicht gar nicht mehr kennen, da sie eben erst in den letzten Jahren zu einem Mobilgerät gekommen sind, und deshalb möchten wir euch eben auch die vielen coolen alten Spiele zeigen, die uns eben auch extrem viel Spaß machen. Und ja, beginnen möchten wir deshalb mit Modern Combat 2 Black Pegasus. Aktuell sind wir ja beim fünften Teil der Serie, und ja, da es sich hierbei um ein Projekt alter Klasse handelt, möchte ich euch zunächst einmal auch ein bisschen über das Spiel kurz informieren. Ursprünglich ist es am 4. Oktober 2010, also vor genau 5 Jahren, im App Store erschienen. Zunächst natürlich für iPhone und iPod Touch. Und ja, es hat dann natürlich auch 2 Updates erhalten. Das letzte Update war dann am 25.07.2011. Das heißt also hier schon ziemlich lange her. Und ja, wir steigen jetzt hier gleich ein in eine Runde. Und ja, dadurch, dass das Spiel eben so ewig lange nicht mehr geupdatet wurde, ja, funktioniert es auch nicht mehr hundertprozentig gut auf den neuen Geräten mit den neuen iOS-Versionen, denn das Spiel ist noch für iOS 3 ausgelegt. Und mittlerweile haben wir ja iOS 9 auf unserem Gerät. Dadurch eben ein paar kleine Bugs. So ist es so, dass meistens kein Ingame-Sound abgespielt wird, nur am Anfang in diesem Intro, aber dann im Spiel selber funktioniert dieser manchmal, aber meistens eben nicht, weshalb wir jetzt hier auch bei diesem Projekt leider keinen Ingame-Sound haben, zumindest eben meistens. Ja, ein anderer Bug ist, dass wir das Intro auch nicht überspringen können, da eben nicht dieses typische Videoplayer-Format erscheint, wenn wir draufklicken, und dann ja, geht es jetzt hier auch gleich mal los. Jetzt killen wir hier einen nach dem anderen, nachdem ich euch hier ein bisschen was erzählt habe. Außerdem fährt auch manchmal nicht die Tastatur aus, mit der ihr dann eben euch im Gameloft Live anmelden könnt. Es gibt natürlich viele verschiedene Spielmodi, die wir euch natürlich alle zeigen. Ja, und aus diesen genannten Gründen empfiehlt es sich auch, das Spiel auf einem älteren Gerät zu spielen. Also falls ihr noch einen alten iPod Touch, 2. oder 3. Generation habt, dann benutzt einfach den zum Zocken, denn dort funktioniert das Spiel natürlich wunderbar, da wir da eben noch eine alte iOS-Version und so weiter drauf haben. Wir können das halt leider nicht machen, da wir hier ein neues Gerät brauchen, um den Bildschirm aufzunehmen. Allerdings, ja, weitere Probleme sind natürlich, dass das Ganze nicht für das iPhone 5 und natürlich auch nicht für den größeren Bildschirm des iPhone 6 angepasst sind, was natürlich auch schade ist. Es gibt auch eine HD-Version, die ist dann für das iPad. Und ja, auf dem iPad haben wir ja immer die gleiche Größe seit dem Anfang an. Deshalb gibt es da auch keine Probleme, das zu spielen. Aber wir haben auch die gleichen Soundprobleme und so weiter. Ihr seht, wir sind jetzt hier auch einen Rang aufgestiegen. Nachher schauen wir uns auch an, in welchem Rang ich bereits bin. Aber das soll jetzt hier eben einmal die erste Folge dieses neuen Online-Let's Plays sein. Was man auch sagen muss, ist, dass das Spiel
nach wie vor sehr gut besucht ist. Das Spiel wird auch noch verkauft, und zwar für 6,99 €. Es gibt natürlich keine In-App-Käufe, außer den für das Map-DLC, denn es gibt ein Map-DLC für 1,99 €, welcher euch drei neue Maps hinzufügt. So, und dann wollen wir den jetzt hier endlich mal zeigen, wo der Hammer hängt, nachdem ich hier immer ein bisschen abgelenkt war durch das Vorlesen oder durch das Anschauen der Informationen. Aber ich denke, das kann man mal machen für bei einem Spiel, welches vielleicht viele nicht mehr kennen, da es ja wie gesagt vor 5 Jahren herauskam und wir ja mittlerweile bereits beim fünften Teil sind und nicht mal mehr nur beim zweiten und deshalb viele das Spiel sicherlich nicht mehr kennen. Aber in den kommenden Parts werden wir natürlich vom Skill her komplett ausrasten. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wir betreiben den Kanal auch zu zweit. Das heißt, mein Kollege wird dann in Zukunft natürlich auch mit am Start sein. Und ja, dann skillen wir hier alle weg. Ich muss mich hier natürlich auch erstmal wieder ein bisschen einspielen und aufwärmen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kanalinfos schauen. Dort findet ihr alle unsere Hauptprojekte, die wir aktuell am Laufen haben. Und ja, zerstört auf jeden Fall den Abonnieren-Knopf, haut da richtig drauf und abonniert uns wie verrückt, denn jetzt geht's hier richtig los auf diesem Kanal. Wie gesagt, sowohl mit den coolen alten Spielen wie auch mit den aktuellen Spielen wie Blitzbrigade, Modern Combat 5 und so weiter. Ihr seht, ich bin im Rang 49 und dann werden wir sehen, in welchem Rang wir dann am Ende dieses Let's Plays sein werden. Das war's von diesem ersten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.